Also, wir versuchen es jetzt nochmal mit der Fahrt. Ich weiß nicht so recht. Ich weiß nicht so recht, was ich machen soll während der Fahrt. Was ist denn jetzt los? Warum hänge ich denn fest? Die Steuerung ist mal wieder grausam. Grausig. Eure Heiligkeit? Ja, mein Sohn? Was? Lenke in den See. Ich kann gar nicht lenken. Weil der hat mir jetzt einen Teil aus der Lösung zugeschickt, wo da steht, man soll in den See reinlenken. Kann ich doch lenken? Ich würde gerne noch eine Testfahrt mit dem Hochzeitsboot machen. Tut mir leid, ich war der Meinung, ich könnte nicht lenken, aber anscheinend doch. Was zum Teufel? Das ist der Geist. Stelle ich mich die ganze Zeit bloß blöd an und ich kann tatsächlich lenken? Wir gucken jetzt mal. Ich habe halt rumgedrückt und nichts passiert. Dass du unser erstes menschliches Testobjekt bist? In Momenten wie diesen wäre ich gern ein mächtiger Wirtschaftsprüfer. Ich kann lenken. Ich kann doch ein bisschen lenken. Das ist ja Wahnsinn. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, ich kann nicht lenken. Ja, ich kann lenken. Oh, es tut mir leid, Leute. Ich habe mich echt bloß blöd angestellt. Ich kann lenken. Es ist übelst schlecht. Also, es reagiert voll scheiße. Aber ich kann tatsächlich lenken. Ach Mensch, tut mir leid. Das war jetzt wirklich einfach nur dumm von mir. Unkraut. Ein Lavabecken mit erstaunlich hitzeresistentem Unkraut. Dafür brauchen wir wahrscheinlich den Pflücker, ha? Ah! Das Unkraut ist das. Die Wurzeln. Wie viele Monkey Island Spiele gibt es, fragt er. Ich weiß es gar nicht so. 5 oder 6 oder 7? Irgendwie sowas. Ich glaube, das aktuellste ist der 5. Teil. Es gibt dann aber noch so einen Zwischenteil irgendwo von Telltale Games. Das ist dann... Na, werden wir uns mal alle angucken. In Ruhe. Gerade ein bisschen laut, ne? Ist das laut? Weg ist die Lava. Zurück in die Erde, wo sie auch herkam. Die Lava sickert in die Erde, jetzt wo das hitzebeständige Unkraut gepflückt worden ist. Aha. Die Lava sickert in die Erde, jetzt wo das hitzebeständige Unkraut gepflückt worden ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist das 4. Spiel. Ich weiß, es gibt noch eins, was vor ein paar Jahren erst rausgekommen ist. Das müsste der 5. Teil sein. Und dann gibt es, glaube ich, aber noch so eine Art Zwischenspiel, was eigentlich nicht richtig Kanon ist, glaube ich. Kennst du die Telltale Games? Die sind dann meistens sowas wie... Wie erkläre ich das? Es gibt von Batman, von Among... Nee, nicht Among Us. The Wolf Among Us oder irgendwie sowas und von The Walking Dead und auch von vielen verschiedenen Sachen gibt's also gibt's dann so eine Telltale Games. Ich glaube, von Borderlands gab's sogar eins. Und ich glaube, es gibt auch eins von Monkey Island. Also ich glaube, es gibt 5 Teile offiziell und dann gibt's durch das Telltale Ding vielleicht noch einen 6. Teil, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Mal gucken. Wenn ich mit dem durch bin, schaue ich dann, was das nächste ist. Und dieses Spiel spielen wir jetzt schon zum den 3. Sonntag. Deshalb kommt es wahrscheinlich so viel vor. Es ist aber immer noch der 4. Teil. Es ist schon der 3. Tag, an dem ich dran sitze. Und nur? Palme?
Kann man die umkippen? Der Baum sieht nicht besonders stabil aus. Ziemlich einsam außerdem. Vielleicht sollte ich ihn einfach aus seiner Misere erlösen. Use? Boah! Wow, der Baum ist einfach umgefallen. Der hat ja einen mega Kick drauf. Mega! So, jetzt können wir... Können wir jetzt eigentlich machen? Über die Brücke gehen, oder? Über die Brücke gehen. Warum bin ich zurückgegangen? Wo ist denn hier die Brücke? Ja, da ist sie ja. Aber wie kommen wir jetzt zum Milchglas? Wo liegt denn das? Wir müssen doch trotzdem irgendwie zum Milchglas ran. Von wo? Moment. Müssen wir jetzt nochmal so eine Bootstour machen? Können wir das Milchglas in der Bootstour abzwacken, oder? Müssen wir jetzt nochmal kurz probieren. Und husten Sie mal, danke nochmal mit den Tipps. War tatsächlich einfach nur meine eigene Dummheit. Ich habe nicht gerafft, dass man lenken kann bei den Booten. Eure Heiligkeit? Ja, mein Sohn? Ich würde gerne noch eine Testfahrt mit dem Hochzeitsboot machen. Das ist außerordentlich unorthodox, aber... Was zum Teufel? Das ist der Geist. Wie komme ich jetzt an das Glas? Oder die Flasche? Weißt du eigentlich, dass du unser erstes menschliches Testobjekt bist? Boah, die Lava ist heißer als ein flambierter Otter und meine Schuhe laufen langsam über den Fieberglasboden. Hier rein? Kann ich hier rein? Nein, kann ich nicht. Ich muss hier rein. Die Flasche liegt halt... Nein! Oh! Die Steuerung ist echt kacke. Nochmal. Ich muss an die Flasche rankommen. Bitte steige rechts aus und genieße deinen Aufenthalt in der Kirche des heiligen Lichar, Orthodox. Eure Heiligkeit? Ja, mein Sohn? Ich würde gerne noch eine Testfahrt mit dem Hochzeitsboot machen. Welcher Sound? Der Schrei oder meine Chips? Was zum Teufel? Das ist der Geist. Ach so. Arme und Beine nicht hinausstrecken. Boah, die Lava ist heißer als ein flambierter Otter und meine Schuhe laufen langsam über den Fieberglasboden. Oh ja, das ist laut. Da hast du recht. Mist. Der macht nicht so, wie ich will. Der macht nicht so, wie ich will. Wie soll ich da rankommen? Oder soll ich da so gar nicht rankommen? Soll ich vielleicht irgendwie anders rankommen? Ich weiß nicht. Bitte steige rechts aus und genieße deinen Aufenthalt in der Kirche des heiligen Lichar, Orthodox. Muss ich hier gar nicht an die Milchflasche? Eure Heiligkeit? Ja, mein Sohn? Ich würde gerne noch eine Testfahrt mit dem Hochzeitsboot machen. Das ist außerordentlich unordentlich. Was? Das ist... Ich Lass hoffe, mal das kurz ist Pause. Nicht das Boot mit dem Lake. In Momenten wie diesen wäre ich gern ein mächtiger Wirtschaftsprüfer.
mal jetzt, ne? Guck mal jetzt hier auf die Maus. Wo ist die Maus? Da. Ich bin der Meinung, das hier ist die Flasche. Manchmal blinkt sie auch so ein bisschen, ne? Wie Glas, was reflektiert. Das ist die Flasche. Wie komme ich dahin? Kann ich hier rechts rein? Nochmal zurückgeschubst werden? Dann hier lang? Und so vielleicht? Nein, das war zu stark rechts. Da wollte ich nicht hin. Die Steuerung ist wirklich widerlich scheiße. Es tut mir echt leid, dass ihr euch das jetzt antun müsst, aber die Steuerung ist der letzte Affenmist. Der letzte Bockmist. Drück einmal nach rechts, ja, wuff, komplett rüber. Bitte steige rechts aus und genieße deinen Aufenthalt in der... Ich skippe jetzt hier die Diskussion, ja? Ja. Ich würde sagen... Wenn das... Tja. Nein, nicht da raus! Kyo. Dann komme ich nicht mehr zurück. Hm. Probier's diesmal links rum. Bitte! Ich würde da. Ja, ne? Läuft toll. Yes. Hä? Warum liegt denn hier diesmal nichts? Die bleiben so lieb. Oh, die liegen ja jetzt anders als vorher. Kann jetzt ein Weilchen dauern. Tut mir leid, aber ich skippe die Dialoge, damit es ein bisschen schneller geht. Bitte. Ja. Ich da. Dann versuche ich auch den Schrei zu skippen, weil der immer so laut ist. Was? Komm nicht ran! Kannst du nicht nehmen? Was bringt mir das denn dann? Ich war richtig nah dran, aber ich konnte nichts nehmen. Was bringt mir das denn dann? Ich verstehe das gerade nicht so richtig. Opie is now following. Willkommen bei den Dösköppen. Danke fürs Followen. Muss ich doch von der anderen Seite ran? Ich doch irgendwie.
Nicht von der Seite irgendwie? Nee. Jetzt hört doch mal auf, die blöde Steuerung, ey. Dann gehe ich jetzt einfach mal weiter. Guck mal, ob wir jetzt irgendwas anderes machen können. Aber irgendwie bin ich der Meinung, wir brauchen diese Flasche. Definitiv. Nur keine Ahnung, wie wir rankommen sollen. Oh, hallo Äffchen. Der große Affenkopf. Das ist das Wattestäbchen, ne? Der große Q-Tip. Jojo Senior? Wer ist denn Jojo? Hier ruht Jojo Senior. Er war loyal bis in den Tod. Jojos bizarres Abenteuer? Ich weigere mich, das Grab dieses tapferen Affen zu schänden. Ach, das ist ein Affe. Ich kann nicht glauben, dass ich einem Riesenaffen in die Nase schaue. Hm, da scheint eine Klinke zu sein. Eine Klinke? Ich komme nicht heran. So vielleicht? Na komm, mach schneller. Oh, eine Videosequenz. Es gibt wohl mehr als eine Art, einen Affen zu häuten. Dieser Bananenpflücker ist gar nicht so unpraktisch. Haha. Ich kann nicht glauben, dass ich einem Riesenaffen in die Nase schaue. Hm, da scheint eine Klinke zu sein. Affenmundgeruch. Wenn ich jetzt noch einen Bronzehut finden kann, habe ich eine enorme, ultimative Beleidigung. Oh, das Lächeln im Auge eines Affen und... nein, warte, das stimmt doch nicht. Stimmt ja, Pock. Der Affen... Der Bananenpflücker ist wie ein Mensch geformt, ne? Wir brauchen ein Pokal, wie so ein Mensch geformt, dann einen Affenkopf und dann einen Bronzehut, ne? Und dann haben wir eine ultimative Beleidigung, aber in Riesenformat. Das stimmt ja, das ist ja krass. Wir brauchen bloß noch einen Hut. Es hat anscheinend nicht funktioniert. Der Grund ist wohl ein Ermüdungsbruch durch Überbelastung. Ich wüsste nicht, wozu ich dieses Ding nochmal brauchen sollte. Okay. Dann steigen wir mal herab. Hey, wer sagt's denn? Ein Geheimgang! Aber da waren wir ja schon drin im ersten Teil. Oh! Hey, das hier sieht aus wie ein Kontrollraum. Sieht jetzt völlig anders aus. Hä? Ist doch jetzt völlig anders. Was ist denn hier los? Auf der Insel muss wohl mal ein Innenarchitekt länger festgesessen haben. Hier laufen verschiedene Ventile und Druckleitungen zusammen. Und sowas kennt der, ne? Kennt er sich mit aus. Der alte Pirat. Und da drin kann ich ein Blubbern hören. Ich hoffe, der Affenkopf kriegt keine Blähungen. Na, gerade eine Leiter? War da gerade irgendwo eine Leiter? Ach, die da. Achso, ist dann wieder der Ausgang. Nee, zurück. Ich frage mich, was das alles soll. Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Hm, seltsame Schalter. Ich frage mich, warum ich immer noch dieses Spiel spiele. Mal sehen. Temperatur, Druck, Affen. Die Temperatur und der Druck scheinen zu steigen. Aber Affen gibt's keine, oder was? Verschiedene Dingstars. Ich fasse die besser nicht an. Verschiedene unbeschriftete Knöpfe. Denen sollte man mal was über Benutzerfreundlichkeit erzählen. Ja, das ist bekloppt. Wenn man nicht weiß, was der Knopf macht, wird das gefährlich. Verschiedene unbeschriftete Knöpfe. Denen sollte man mal was über Benutzerfreundlichkeit erzählen. Hebe? Hm, seltsame Schalter. Benutzen? Nichts passiert. Schade. Was denn hier? Hier ist eine Banane drauf. Guck mal, hier ist eine... Was? Das ist der Stuhl des Kapitäns. Die Steuerung ist in der Armlehne. Seesterndatum 182.43. Keine Affen im Gamma-Quadranten.
Ja, aber was soll denn das? Oh, ich hasse diese Steuerung. Ich will doch nur an diesen Hebel mit der Banane ran. Geht das nicht? Geht das echt nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding tatsächlich etwas steuert. Den riesen Affenkopf steuern? Das klingt irgendwie affig. Seltsame Schalter. Nichts passiert. Die sollst du ja auch betätigen. Die hier. Geht nicht. Portal? Seltsame Schalter. Zu. Zu. Achso. Hier laufen verschiedene Ventile und Druckleitungen zusammen. Also, keine Ahnung, was wir hier drinnen machen sollen. Ich würde fast meinen, uns fehlt hier noch was. Von da drin kann ich einen Blubbern hören. Ich hoffe, der Affenkopf kriegt keine Blähungen. Gehen wir mal wieder raus. Dann geht's ja noch zum Kannibalendorf. Die hatten wir ja im dritten Teil auch wieder angetroffen. Also im ersten Teil waren die hier auf der Insel. Im zweiten Teil weiß ich gar nicht, ob man da Kontakt hatte zu denen. Im dritten Teil waren die dann auf der anderen Insel. Wie hieß die? Keine Ahnung, dort wo das Hotel war. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sie wieder da sind, ob sie zurückgekommen sind. Und ob sie immer noch Vegetarier sind oder ob sie jetzt Hunger auf mich haben.